Hallihallo liebe Leute und herzlich willkommen zurück zu Samorost. Beim letzten Mal haben wir unseren Heimatplaneten verlassen, ein Raumschiff gebaut, um jetzt in die Weiten des Weltalls zu fliegen, auf den Planeten Tumorius. Und den betreten wir natürlich über diesen Kometen. Hallo? Was tue ich? Oh, ich glaube, ich gehe in den Crash. Ah nein, ich gehe auf den... Okay, auf diesen Fellplaneten. Guten Tag. Guck mal, das sind kleine Insekten oder sowas. Okay, wir sind auf einem Fellkometen. Wir gehen mal nach hier hinten und gucken, ob der uns runterwirft. Hallo, guten Tag. Was geht hier ab? Und hier vorne? Ah, da ist eine Beule. Warte, da hören wir doch mal genau hin. Was hat diese Beule uns zu sagen? Ah, okay. Liebe Beule, bitte bring uns zum nächsten Planeten. okay. Bist du nett? Ah, das ist ein Rätsel. Ich kann das drehen. Ja, ich kann den essen. Nein, nein. Ah, ich kann den weiß machen, okay. Dann nehme ich mal an, dass ich einfach alle umfärben muss. Alle roten. Zack, der letzte. Und jetzt müssen wir das wieder umsortieren, dass es wieder normal aussieht. Oder was muss ich jetzt machen? So? Ah ja, okay, wir haben dich geheilt von was auch immer. Ja, bitte. Oh, jetzt dürfen wir rein, hä? Oh, guck mal, eine Küchenschabe. Beziehungsweise eine Art von Kakerlake. Guten Tag. guten Tag, ich bin freundlich. Bitte ess mich nicht auf. Ich weiß nicht, ob du kleine Leute mit Zipfelmütze isst, aber falls sie zu deiner Nahrung dazugehören, wäre es sehr nett. Wirklich sehr, sehr nett, wenn ich nicht auf dem Speiseplan stehe. Oh, hä? Ist es ein Rätsel? Warte. Oh, ich kann die dazu bringen, dass sie sich so hochschaukeln, wenn ich so mache. Oh, Gottes Willen. Oh Gott, was habe ich getan? Wow. Hey, was habe ich getan? Ja, oh, okay, jetzt brauche ich einen Schlüssel. Aber woher kriege ich einen Schlüssel? Okay, gehen wir nochmal raus. Das ist alles ganz merkwürdig. Damit will ich nichts zu tun haben. Hallo? Ich bräuchte ganz dringend einen Schlüssel. Vielleicht kriegen wir ja den Schlüssel irgendwo anders her. Aber hier ist halt nichts. Hier haben wir das Loch, dort unten dieses Insekt. Und jetzt ist halt die Frage, ob wir... Ah ja, jetzt können wir einfach hier drauf fliegen. Ah, sehr gut. Dann finden wir hier vielleicht den Schlüssel. Und dann können wir mit dem Schlüssel zurückkommen. Und dann ist alles super. Hallo, Planet Tumorius. Hier kam aber nicht der Kraken her. Der vom Kraken sah fies aus, der Planet. Ach, guck mal, hier haben wir wieder verschiedene Sachen. Oh, Gottes Willen. Hör, nein, was ist mit meinem Raumschiff passiert? Oh, okay. Alles. Ach, der... Ach, der tankt auf dem Planeten, oder wie? Der füllt sich da immer voll. Oh, coole Musik. Okay, was haben wir hier? Wir haben eine Dusche. Oh, und eine zerbrochene Schale, die ich wohl reparieren muss. Nix. Hallo, nein, ach nein, ich muss vorsichtig sein. Ich wollte sagen, nein. Oder muss ich schnell genug sein? Warum, warte, wir machen mal Ultra-Speedo-Modo. Oh, hä? Ich hab's doch geschafft, das war doch richtig. Okay, irgendwie habe ich das Gefühl, das Ding hasst mich. Kann ich hier irgendwas anderes noch machen? Oh, ich kann da rein. Vielleicht brauchen wir ja einen Kleber oder irgendwas. Oh, guck mal, ein kleines Dächchen. Ich würde gerne einmal anklopfen. Nee, keiner zu Hause. Ah, aber guck mal hier. Haben wir wieder so ein Insekt. Kann ich nicht wieder... Wenn ich da hoch kann, kann ich bestimmt die Flügel wieder anschlagen. Ah, vielleicht können wir mit dem reden. Okay, er klingt ein bisschen bedrohlicher als alles andere bis jetzt. Aber der hat solche Dinger. Und wenn wir da nach oben kommen, können wir die bestimmt wieder anschlagen. Und dann... leuchtet er vielleicht. Das wäre cool. Ah! Und dann gehen wir in die Höhle hier rein. Und dann kommen wir wieder da unten raus. Okay, aber wir können ja auch einfach das dazu machen. Nee. Oh, aber ich kann dazu hören. Das sieht richtig aus wie so ein... Vielleicht ist ja auch ein alter Pilz, ein verholzter Pilz. Oh! Ach, das ist ein Pilz. Guck, das hat wieder so eine Pilzform. Guten Tag! Ja, ich soll da unten rein, dann kann ich nach oben. Aber ich bin doch unten rein. Hä? Das habe ich doch getan. Ah, ich kann das gedrückt halten. Okay. Oh! Ah, und jetzt ist der raus. Und jetzt kann ich ganz schnell... Warte, ich bin...
Bitte, bitte, bitte schnell genug, bitte schnell genug. Ja, ich bin drin. Und jetzt, wenn ich drin bin, komme ich da oben raus? Ja? Ah, hier links bin ich die ganze Zeit. Okay. Ein bisschen verschreckt, aber... Jetzt kann ich an dem Ding ziehen. Hä? Jetzt habe ich das entstaubt? Jetzt habe ich das entstaubt? Ah, da kommt Luft raus, weil ich jetzt umschalte, wohin der Weg unten führt. Guck mal, jetzt führt der Weg nach oben, davor hat er nach unten geführt. Und wenn ich jetzt nach unten gehe und dann hier rein, dann komme ich 100 pro oben raus. Komm schon, komm schon, komm schon. Ja! Oh, wie geplant. Okay, und jetzt muss ich nur wieder die Reihenfolge checken, in der ich das kombinieren muss. Oh Gott, aber welches muss ich jetzt anklicken? Oh Gott, was habe ich getan? Oh, ist das laut? Oh, guck mal, wie schön. Oh, das ist cool. Hier. Ich rede mit dir, kleines Insekt. Das sieht richtig cool aus. Es wurde auch in den Kommentaren heiß diskutiert, ob das jetzt cool aussieht, verstörend oder süß. Manche haben auch geschrieben, sie finden das richtig hässlich, was ich nicht verstehen kann. Also, keine Ahnung, jeder erst selbst, aber... Also solche schönen, detaillierten Gegenden bekommt man echt in wenigen Spielen zu sehen. Oh, mir wird gerade eine Geschichte erzählt, die ich irgendwie nicht mitbekomme. Ich hoffe, ich muss mir diese Melodie nicht merken. Das wäre nämlich sonst echt nicht einfach. Okay, alles gut. Bleibt so schön farbig? Ja, es bleibt so schön farbig. Okay, sehr gut. Kommen wir jetzt aus dem Haus? Ne, jetzt kommen wir ja hier unten zurück. Okay. Die Frage ist, was bringt mir das jetzt? Dass es hier auch so bunt ist. Ich habe ja keinen Schlüssel bekommen. Mit dir habe ich gerade eben ja schon geredet. Gehen wir einfach nochmal in den linken Bildschirm. Vielleicht fällt mir da ja irgendwas Cooles. Sehr, sehr cool. Zack. Oh. Das sieht aus wie so ein totes... so eine tote Pflanze, die hier auch als Raumschiff benutzt. Komme ich hier wieder zurück? Das ging doch bergab. Hallo? Das ist ja eine lustige Crew. Ich hoffe, die essen mich nicht. Aber ich schmeck auch nicht. Du bist schon mal süß. Du auch? Du auch. Ihr seid alle super. Aber die Frage ist... Ah, was wir jetzt machen müssen. Und anscheinend haben wir ein Rätsel. Die machen Musik, wenn ich die einstelle. Das ist ja lustig. Hier. Mit dem rechten mache ich ihn höher und tiefer. Die ganz hintere Echse. Guck. Und jetzt ist er ultra hoch gleich wieder, wenn er nochmal was sagt. Ja. Und wir haben da rechts am Baum, wenn ich es richtig sehe, eine Vorgabe, wie wir das einstellen müssen. Nur erkenne ich das mittlere nicht. Der rechts am Baum. Ah, guck mal. Ich kann dem Ding zuhören. Ah, das ist richtig cool, die Geräusche, die die machen. Okay, aber das klingt eher bedrohlich als alles andere. Puh. Oh. Oh nein. Ach, schon wieder ein Manu. Um Gottes Willen, was muss ich machen? Ja? Oder da. Oben links, unten links. Oben links, unten links. Oben links, unten links. Oben, unten links und oben links. So? Oder so? Oh Gott, was habe ich getan? Habe ich es richtig? Das ist ja lustig. Und? Kriege ich dafür einen Schlüssel? Hä? Okay, jetzt ist es einfach nur weggeflogen. Wie er tanzt. Danke, Leute. Danke für dieses Konzert. Kann ich noch verstellen? Nein, kann ich nicht. Schade. Aber es ist sehr, sehr cool. Oh Gott, Leute, es wird immer lauter. Es spitzt sich zu. Ah, das ist richtig cool. Ja gut, aber wie ist jetzt die Frage? Wie hat uns das geholfen? Denn eigentlich kann ich damit zurückfahren. Geht das? Ah ja, das geht. Ah. Ich verstehe. Denn eigentlich haben wir einen Schlüssel gesucht. Und jetzt ist was weggeblockt. Vielleicht war das der Schlüssel und der ist auf diesen Komet geflogen. Das kann natürlich sein. Und bei einer anderen Sache wurde uns auch noch nicht geholfen. Und zwar... Kann ich da nicht runterspringen? Ah, doch, kann ich. Und zwar, wie zur Hölle repariere ich dieses Ding, wenn das immer auseinanderfällt? Ah, ich kann auch weiter nach rechts. Oh, hallo, Herr Schildkröte. Ich würde gern einmal mit dir reden. Ich muss sagen, sein Rücken sieht aus wie ganz viele Knöpfe. Warte, ich will unbedingt auf ihn draufdrücken.
Ich hoffe, wir können uns anfreunden. Oh Gottes Willen, jetzt kommt der Geist wieder. Hä? Der wollte es nicht. Ja! Oh, nein, irgendwie habe ich das Gefühl, ich tue der weh. Aber ich drücke einfach mal auf alles drauf, bis irgendwas passiert. Vielleicht plustet sie sich dann hier so auf und... Ah! Wenn ich mit der Rede dann resette, sie sich. Vielleicht muss ich eine richtige Kombi irgendwie rausbekommen. Die sehen ja verschieden aus, die Dinger. Warte, ist das jetzt... warum sieht sie jetzt so tot aus? Habe ich sie umgebracht? Okay, ich glaube, ich habe es mir eingeprägt. Hier, 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 hier. So eine Zickzack-Linie einfach nur durch. Hä? Weißt du langsam? Hä? Was war denn das jetzt? Ja, das war so eine Zickzack. Ich hatte recht, oder? Hä? Oh Gottes Willen. Habe ich was falsch gemacht? Ach, jetzt darf ich da rein. Ja, danke schön. Hä? Und was geht jetzt hier ab? Ich habe hier kleine Fledermäuse. Ach, die kann ich bewegen. Ah, und ich muss wahrscheinlich dafür sorgen, dass die ausbalanciert sind. Ah, guck mal. Ah, ich kann mich... Ach, an den Stellen, wo keine Spikes sind, kann ich mich dran festhalten. Ach so. Okay, jetzt bin ich da halbwegs sicher. Jetzt kann ich das da runter... Oh Gott, wie tief muss ich ihn da runter? Ah, nee. Und den runterziehen und dann kann ich hier rüber. Alles klar. Dann kann ich hier rüber. Wenn ich hier hochlasse, dann geht er da hoch. Deswegen kann ich hier rüber und dann ziehe ich das runter. Dann kann ich hier rüber und darauf. Okay, okay. Das war ganz lustig. Oh, was ist denn das? Guten Tag. Ja? Cool, oder? Was zur Hölle? Was muss ich hier machen? Was machen die Affen hier? Ich kann hier durchgucken. Was sehe ich da? Ah, hier kommt das Dampf raus, was die Schale immer zerstört, oder? Also muss ich das Dampf ausmachen. Das Dampf kommt durch das Rohr hier wahrscheinlich nicht, durch irgendein Rohr. Oh, da kann ich zuhören. Oh, sehr viel Wasser blubbeln auf jeden Fall. Ah, hier kann ich irgendwas machen. Oh Gott, was? Okay, hier kann ich auch zuhören, auch ganz viel blubbeln. Guck mal, ich kann das hier ab und an machen. Ah, und wenn ich das hier dann... Kann ich das dann hier unten ran machen? Oder was passiert, wenn ich jetzt hier runtergehe? Ah. Ah. Ah, und dann kann ich das hier connecten. Ah, wenn ich es hier oben verbinde. Ach so. Wenn ich es hier oben verbinde, dann kommt hier Wasser rein. Ah, und jetzt kann ich hier... Was passiert, wenn ich hier jetzt in... Ah, dann kommt es da oben raus. Ah. Oh, und wenn ich das jetzt hier mit verbinde und dann pumpt, dann dürfte ich es ja hochpumpen, das Wasser. Ja, dann pumpe ich das da hoch, aber... Das Ding ist kaputt, den habe ich nicht repariert. Oh nein, jetzt muss ich zurück und den reparieren, oder? Okay, Leute, ich habe wohl was vergessen. Ich kann hier anscheinend... Zack. So ein Ding da rausholen. Deswegen ist es da rausgeploppt. Und dann kann ich so einen Samen rausholen. Daraus wächst eine Pflanze. Und von dieser Pflanze... Und zwar läuft daraus... Kleber. Ja. Sehr gut. Und mit diesem Kleber... Ratet mal, was wir damit reparieren können. Richtig, wir können damit die Vase bekleben und dadurch dann alles reparieren. So, sehr gut, okay, heißt, das Muster kenne ich ja mittlerweile, ich habe es häufig genug probiert, wie man das aufeinander klebt. So, sehr gut und wir haben eine reparierte Vase, juhu. Dann geht es wieder nach unten und jetzt können wir das Wasser hier hochpumpen. In den Becher rein. Der Affe da rechts wird außerdem wütend, weil ich seinen Dampf abgesappt habe. Aber ich brauche kurz das Wasser. So. Und jetzt passiert da... Ach, jetzt fährt da ein Häuschen raus. Okay, alles klar. Hier, kleiner Affe, keine Angst. Ich gebe dir deinen Dampf zurück. Hier. Darfst wieder deinen Dampf haben. Guck mal, wie glücklich er jetzt wieder ist. Hallo? Hätte ich noch mehr Wasser reinpumpen sollen? Ach nein. Oh Gott, wir können hier rein. Oh. Huh. Oh, und hier drin können wir wieder... Dinger spielen, okay. Heißt, ich muss es wieder rumprobieren. Oh! Ich hab's! Um Gottes Willen, jetzt leuchtet hier wieder alles. Bekomme ich jetzt hier irgendwas ultra cooles? Vielleicht einen Schlüssel? Ah, nee, ich muss weitermachen. Oh, ich wette, das ist das Lied, was ich vorhin gesehen habe, was so ultra lang ist. Oh Gott, Leute. Das hat eine Weile gebraucht bis... Ah, das ist der Schlüssel! Oh. Ich wette, das war echt das Spiel, was oben vorgespielt wurde. Und weil ich nicht aufgepasst habe, muss ich Ewigkeiten ausprobieren.
Okay, und mit dem Schlüssel können wir jetzt zurück auf den Kometen. Und auf dem Kometen passiert irgendwas. Da kommen wir wieder mit dem Schlüssel diesmal. Oh Gott, was war deine Kombination? Oh, Alter, das habe ich ja schnell erraten. Was zur Hölle? Da kommt wieder der Geist. Und diesmal klicken wir da drauf. Und jetzt haben wir den Schlüssel. Und jetzt bin ich sehr gespannt. Was erwartet uns hinter diesem Kästchen? Oder verändert sich jetzt der ganze Kometen? Der ganze Kometen. Ah, der ändert seine Umlaufbahn. Und dadurch kommen wir zu einem anderen... Ah, das ist ja cool. Schnell abheben und schauen, was uns erwartet. Okay. Ah, das ist der Tomorius-Planet. Da waren wir, da kommen wir her. Und das ist der nächste Planet. Ah, nee, da ist ein Komet, von dem ich dann zum nächsten springen kann. Allerdings war es das schon für heute. Es tut mir leid. Vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Sehr cooles Spiel.